Willkommen bei Eschbacher. Ja, grüezi miteinander. Und liebe herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, seid ihr alle da. Und natürlich auch herzlich willkommen, liebe Gäste, daheim. Wir haben eine wunderbare Stimmung hier. Und ich hoffe, ihr habt auch einen gemütlichen Sonntag hinter euch gebracht und seid jetzt noch etwas neugierig auf ein paar inspirierende, spezielle Geschichten, die wir euch erzählen möchten. Ja, die Tage sind etwas länger geworden, die Bäume grüner und von außen blühen so langsam farbige Blumen. Das heisst, man fühlt sich eigentlich fast ein bisschen wie neugeboren. Und genau das Gefühl haben auch meine Gäste von heute Abend. Wie ein Neugeborener hat sich der Mann gefühlt, als er endlich keine Frau mehr war, sondern ein Mann. Als Stefanie ist er auf die Welt gekommen, aber als Mädchen hat er sich nie gefühlt. Heute ist er als Mann glücklich verheiratet. Ja, wie Neugeboren fühlt sie sich immer dann, wenn ein waghalsiger Einsatz als Standfrau gut gelaufen ist. Für manche Filmstar hat sie schon ihr Leben riskiert, als Double in heiklen Situationen. Und kaum geboren werden Tausende von Bambis Opfer von der Mähmaschine. Dieser junge Mann rettet sie vor ihrem Schicksal mit einer selber gemachten Drohne. Und die hat er sozusagen als Maturarbeit für sich aus nichts heraus entwickelt. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich auf meinen ersten Gast ganz besonders. Sie hat vor 14 Tagen ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und sie sagt, eigentlich bei jedem Geburi fühlt sie sich wie neugeboren. Fast ein halbes Jahrhundert ist sie zusammen mit ihrem Mann, Cees Kaiser, auf der Bühne gestanden und hat mit ihm zusammen wirklich Kabarett-Szenen von der Schweiz geprägt. Ich bin Brigadier, der ist bei mir. Zu Befehl, Herr, Frau, Run! Stellung! Run! Stellung! Schnussig. Ja, schnussig. Und sie hat immer noch die Liebe von diesen Brettern, die die Welt bedeuten. Und ist heute Abend mein Gast. Und als 90-Jährige schaut sie jedes Mal noch ganz neugierig in ihre Zukunft. Ganz herzlich willkommen, Margrit Läubli. Hallo Läubli. Willkommen bei uns. Ja. Ihr tanzt ja. Danke für die Einladung. Auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja. Frau Läubli, wenn man 90 ist, ist wirklich jeder Geburtstag noch so ein bisschen etwas wie neu geboren zu sein? Also, ich tue nicht die Geburtstag. Ich kann es nicht. Ich kann die gar nicht beantworten, die Frage. Wenn ich jetzt neu geboren bin, mache ich. Das ist erst 14 Tage. Excuse. Es ist 14 Tage her, als ihr den 90 gefeiert habt. Ihr seid eigentlich immer noch wahnsinnig gut zu Weg. Was ist das Rezept, wenn man mit 90 immer noch so aufgeweckt ist und Freude am Leben hat? Ich habe sehr viele Aufgaben. Und die erfülle ich. Das ist der Grund. Ich habe ein gutes Umfeld. Ich arbeite gerne. Muss man sich die Aufgaben auch immer ein bisschen selber geben? Nein, die kommen auf einem zu und man muss sie ergreifen. Mhm. Ja. Dir, wenn wir ein bisschen zurückschauen in eure Jugend. Geboren in einer Familie, die nicht wahnsinnig viel Geld hatte. Und da war eigentlich klar, dass ihr die Familientradition weiterführt, nämlich Schneiderin werdet, so wie eure Großmutter und eure Mutter. Aber ihr seid Tänzerin geworden. Ja. Warum hat sich das verändert? Ja, das war einfach mein Traum. Ich musste mich immer bewegen und immer tanzen. Kaum habe ich Musik gehört. Und dann habe ich meinen Traum halt mir erfüllt, indem ich einmal gefragt habe, ja, um Ballettstunden. Und gemerkt habe, dass es viel zu teuer ist. Und dann habe ich gefragt, ja, da könnte ich mal mit dem Herrn Direktor reden. Und habe dann habe wirklich eine Audienz bekommen. Und dann hat er gesagt, ja gut, können Sie sich auch vortanzen. Und habe dann ein Stipendium bekommen.
Und das war der Anfang einer Ballettkarriere. Der hat fünf Jahre lang im Opernhaus, damals noch Stadttheater, auch getanzt. Ja. Jetzt als Tänzerin muss man auch ein bisschen ins Ausland schnuppern, damit man weiterkommt. Du warst in Paris. Ja. Hat er im Moulin Rouge Cancan getanzt oder mehr in der Opéra de Bastille klassisches Ballett gemacht? Nein, ich habe natürlich gerne Volkstanz und Cancan habe ich sehr gerne getanzt. Ja, ich bin dann aber zurück in die Schweiz und habe erfahren, dass Cornichon junge Darsteller sucht. Das war ein berühmtes Cabaret Cornichon. Ja. Und dann habe ich auch das Vorsprechen bekommen. Und habe dann etwas singen, habe «Rufst um mein Vaterland» gesungen. Und dann hat mich Walter Lesch gerade engagiert. Ich habe zwei Programme gespielt im Cornichon. Der hat ja, ich habe das Gefühl, wirklich Glück gehabt, immer wieder in eurem Leben. Ja. Viele Mädchen träumen davon, als Fotomodell zu arbeiten. Und ihr hat das einfach so können, per Zufall, ohne Castingshow. Ja, wie ist das so weit gekommen, als sozusagen Covergirl von der Annabelle damals? Ja, das ist. Ich hatte ja ein Stipendium. Aber ich hatte wegen dem gleich immer kein Geld für Ballettschuhe oder für ein Tutu, das man hätte kaufen musste für eine Aufführung. Und dann bin ich ganz traurig so über die Gebrück gelaufen. Und dann spricht mich eine Fotografin an. Also, das habe ich noch nicht gewusst, dass sie eine Fotografin ist. Sie hat gesagt, sie möchte gerne Probeaufnahmen machen mit mir. Und ist dann aber zu meiner Mama gegangen und hat sie gefragt und sich vorgestellt. Nicht, dass wir meinen, sie gehen etwas Lustiges. Ja. Und dann bin ich einfach reingerutscht und bin sehr froh gewesen. Das war dann ein Zuschuss zu meiner bescheidenen, Stipendium. Cabaret Cornichon, zurück zu dem. Dort hat er euren Mann, der Cesc Kaiser, lernen kennen. Nein. das habe ich im Cabaret Federal. Im Cornichon, das ist leider, hat nicht mehr können weitermachen. Und der Leiter vom Federal, der Otto Weissert, hat mich angefragt, ob ich zu ihm ins Cabaret kommen möchte. Walter Lesch hat gesagt, ja, sofort annehmen, ich kann nicht weitermachen. Und dann bin ich einfach von einem Cabaret ins andere und habe dann dort auch den Zali Garicev kennengelernt und den Lukas Amann. Und dann sind Strudi Roth von Basel und C.S. Kaiser, wo als ich dann auch als Kabarettist kennengelernt habe und mich verliebt habe. Und es war halt dann gegenseitig. Ist Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ja, genau. Sagt man so. Der hat mit dem C.S. Kaiser zusammen 50 Jahre lang nicht nur ein Kabarett gemacht, sondern auch ein Paar. Ja. Auf der Bühne gestanden und daheim Kinder erzogen. Ja. Braucht es da viel Humor, dass man das durchsteht? Nein, das ist selbstverständlich, dass man das durchsteht. Das ist das Schönste, was einem passieren kann, den gleichen Beruf zu haben. Und da weiß man immer, um was es geht. Und das ist gut gewesen. Wir sind sehr glücklich gewesen darüber. Ihr habt über 20 Cabaret-Programme miteinander entwickelt. Ja. Ist eigentlich bei euch daheim sozusagen eine Tour-Cabaret-Nummer gelaufen? Und hat man sozusagen aus dem heraus geschöpft für neue Ideen? Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir waren eine ganz normale Familie. Und haben natürlich geschöpft aus der ganzen Zeit. Nicht nur aus unserer Familie. Mein Mann hat sich sehr gekümmert um den Club of Rome und hat eigentlich auch schon sehr früh gewarnt über Klima, wegen der Klimaveränderung. Und jetzt redet
die ganze Welt davon. Das ist gar gut. Das sage ich, wir waren doch die Ersten gewesen. Ja. Ich habe gehört, zwischen Ihnen sind bei euch auch die Polizei aufgekreuzt, weil zu viel gelacht wurde bei Kaisers. Ja, wir haben halt gern gelacht und manchmal nach der Vorstellung halt, sind wir nicht gerade brav ins Bett, sondern sind noch in der Stube gesessen und haben es einfach gut gehabt. Und dann hat es halt mal geschellt und da sind zwei lachende Polizisten vor der Tür gestanden. Das war vielleicht dann nach dem zwei gewesen. Und haben sich entschuldigt, dass sie da kommen stören. Aber sie haben Freude, sie sind draußen gestanden, sie haben eine Zeit lang mitgelacht. Aber die Nachbarn haben sich beschwert und darum müssen sie jetzt kommen. Und wir sollen doch das Fenster zumachen. Aber bitte aber nicht aufhören lachen. Aber weiter lachen, ja, genau. Ist für euch Humor auch immer so ein Lebensprinzip gewesen, das euch in Schwung gehalten hat, sozusagen? Wissen Sie, das ist nicht vom Kopf aus gekommen. Das hat man halt in sich, dass man gerne lacht. Mhm. Das kann man nicht machen. Es ist einfach naturell vielleicht. Vor 11 Jahren ist euer Mann gestorben. Ja. Das ist so ein Einschnitt im Leben, wo man mit jemandem alles gemeinsam gemacht hat. Ja. Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen? Ich habe sofort gedacht, du sollst nicht verstummen, man muss dich weiter hören. Und ich habe ja, wir haben im Monat bevor er gestorben ist, noch 4 Aufführungen gehabt. Und ich habe für das ganze Jahr habe ich Vorstellungen abgemacht. Und habe dann denen gesagt, wenn sie wollen, wenn sie einverstanden sind, komme ich halt jetzt allein und bringe aber Text von meinem Mann. Und auch noch ein bisschen von mir natürlich. Und die sind alle einverstanden gewesen. Ich habe einfach weitergemacht. Und bin eigentlich sehr glücklich, mache immer noch weiter. Und die Texte finde ich so gut. Die muss man hören, nicht nur lesen. Mit 90 weiss man, dass wahrscheinlich das Leben nicht mehr noch 100 Jahre weitergeht. Ja, ja, das weiss jeder, dass das Leben nicht ewig dauert, ja. Macht das Angst? Nein, das ist doch selbstverständlich. Das ist halt so. Ja. Ihr habt einen neuen Kamerad, Partner, Freund gefunden. Ja. Ist das in dem Sinn auch etwas, das einem wirklich wieder inspiriert, für mutig neue Sachen einzugehen? Ja, das ist eben so. Er hat auch seine Frau verloren. Und hat mich sehr bewundert. Er hat gesagt, er will gar nicht weitermachen ohne seine Frau. Wie machen sie das? Und ist dann aber jede Vorstellung, die ich gemacht habe, in der ersten Reihe gesessen. Und hat einfach immer geschaut und sich kümmert um mich. Und es ist, ich würde sagen, für mich ist es sehr eine interessante Bekanntschaft gewesen, wo dann halt mehr geworden ist. Und es ist eine neue Welt, die ich entdeckt habe. Neue Freunde. Und wir haben miteinander abgemacht, wir helfen einander. Er hilft mir und ich habe ihm geholfen. Was ist euer Traum jetzt noch? Ja. Was ist euer Traum jetzt noch? Was habe ich denn noch für einen Traum? Ja, ich lebe einfach. Es ist interessant. Ich nehme, wie es kommt. Es bietet sich immer wieder etwas an. Es ist. Ja, es ist kein honigschleckiges Leben. Aber ich finde es eben gut, wenn es Probleme gibt. Das macht es interessant. Ich will nicht ein problemloses Leben, sondern eines, das interessant ist. Und das habe ich immer noch. Wunderbar, ja. Genau, ja. Das wünschen wir euch weiterhin. Ich habe noch einen verspäteten Gedanken, einen verspäteten Geburtstagsstrauß für euch und wünsche weiterhin, Frau Leubli, alles Gute. Geniessen Sie Ihren Tag. Das sind meine Lieblingsblumen. Eure Lieblingsblumen, da haben wir es getroffen. Wir wollen wir euch dann noch runterbegleiten. Ja, und da kann man eigentlich nur sagen, jeden Tag wieder nehmen, wie er kommt und sich freuen darüber. Das ist vielleicht ein Lebensprinzip, da muss man nicht 90 werden dafür.
Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Langsam wird das Gras wieder höher auf der Wiese und man kann es so wieder in den nächsten paar Wochen anfangen. Und genau das hohe Wiesengras ist ein ideales Versteck für Hasen und Rehe, wenn sie ihren Nachwuchs irgendwo gut platzieren. Und so liegen die Rehkids ganz gut zusammengerührt und gut versteckt und fast nicht sichtbar irgendwo im Gras, bis die Maimaschine kommt, sie nicht sieht und sie buchstäblich schnetzelt. So sterben jedes Jahr Tausende von jungen Rehen. Und genau an diesem Problem hat sich mein nächster Gast probiert, jetzt auch als Idee eine Lösung zu erarbeiten. Er ist Maturant, Bauernsohn, und hat eine Methode entwickelt, die sehr effizient ist, wo man damit Rehkitz das Leben retten kann. Herzlich willkommen, Pascal Zimmermann. Das wäre schon die Methode. Hallo, Pascal, willkommen. So, du bist Bauernsohn, hast in diesem Sinn auch schon Erfahrungen gemacht, daheim, dass Rehkitz vermeidet wurden? Mhm. Ja, also, ich hatte das Glück, eigentlich, dass mein Vater fast nie Rehe in seiner Wiese hatte. Von dem her habe ich das echt gar nicht wirklich miterlebt. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es, also eigentlich, als ich angefangen mit der Arbeit, ja, wie von Zauberhang sind auf das Mal Rehkitz. Wie viel von diesen Rehkitz weiss man, das sterben eigentlich jedes Jahr? Ja, also laut Jagdstatistik ist das in der Schweiz 1600 bis 2000 pro Jahr. Aber es ist so, dass die Dunkelziffer die wird um ein Vielfaches höher liegen, weil ja, längst nicht jeder Bauer der meldet sein Rehkitz, also was er vermeidet hat, am Wildhüter. Das ist schon so. Man stellt sich die Frage, wieso legen jetzt die Rehkitz ihre Frischgeborenen ausgerechnet ins Feld und nicht irgendwo im Wald? Also sie tun es auch im Wald. Es ist einfach etwa zu 75% tun sie das in die Wiese, weil das bietet einfach den besten Schutz, das hohe Gras. Es kann vorkommen, dass in Maisfeldern oder in Getreidefeldern, dass sie sie dort reinsetzen, aber die Wiese die ist wirklich perfekt, dass sie perfekt tarnet. Bis eben in dem Moment meine Maschine kommt. Ja, genau. Jetzt kann man sich sagen, das ist ja nicht ein Elektromobil, das leise daherkommt, sondern es ist eine laute Maschine. Mhm. Wieso springen denn die jungen Rehe nicht weg? Ja, das ist eben Sinnvorsicht. Die wollen geschützt sein vor Feinden wie Luchs, Fuchs, Wolf. Auch Raubvögel, oder? Ja, Raubvögel, Hünge. Alles. Und, die bleiben wirklich einfach die Duckinstinkt und den ersten drei Lebenswochen, vier Lebenswochen, die sich einfach nur noch tiefer ins Gras drücken und bewegen sich gar nicht. Und wer schon mal selber Rehkitz gesucht hat und vielleicht eins gefunden hat, der weiss, die sieht man nicht. Also, man stolpert sozusagen drüber. Ja, also häufig ist es so, dass man sogar drauf schalpert oder drüber läuft, dass man es überhaupt sieht. Und die sind wirklich verdammt, also sie sind sehr gut getarnet mit den Punkten. Und, wenn ein Rehkitz nachher von der Maimaschine ist traktiert worden, kann es meistens nicht überleben. Mhm. Das ist mal das eine. Die Mutter sucht zu lange, aber es ist auch ein Problem für den Bauer und für seine Kühe. Ja, genau. Also es gibt natürlich die ethischen Gründe, dass man die Rehkitz sucht und dass die nicht verschnetzelt werden. Und das Zweite ist, wie ihr gesagt habt, wenn da ein toter Tierkadaver ins Futter kommt, gibt es Toxine. Und das kann wirklich ganze Rinderbestände auslöschen. Und das ist wirtschaftlich für einen Bauer auch sehr schwierig. Jetzt haben alle das Interesse, dass man die Rehe, die Bambis, findet. Jetzt könnte man ja sagen, man schickt doch einfach einen Hund durch. Ja, das sagen die Ersten. Also, das sagen fast alle am Anfang. Aber es ist eben so, dass die Rehe jetzt keinen Eigengeruch haben. Dass sie eben, wie gesagt, Füchse nicht finden. Die werden jeden Tag von der Mutter gesäubert. Die liegen eigentlich in der Wiese allein. Man denkt, sie seien verlassen. Aber es ist eben nicht so, die werden immer beobachtet vom Wald aus, von der Mutter. Und die kommt alle Tage säugen und säubern, dass die eben nicht schmecken. Also der Hund schmeckt sie gar nicht? Nein, der kann sie nicht wittern. Also es gibt Leute, die sagen, ihr Hund könnte es, aber
Es ist schon Sinn vor Sache, dass sie eigentlich nicht gefunden werden. Genau. Jetzt hast du Maturarbeit geschrieben und hast gesagt, es gibt eine Methode, wo man die Rätsel finden kann. Und das Rätsel Lösung ist die Drohne hier. Ja, genau. Das ist eigentlich die modernste oder effektivste Methode aus meiner Sicht. Es gibt natürlich auch andere Methoden, wie Verblenden, das Vertreiben von den Rehen. Oder eben einfach zu durchsuchen auf Fuß, aber das ist sehr zeitaufwendig. Ja. Genau, und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das machen, dass das effizient ist, einfach ist und dass man mit der hundertprozentigen Chance direkt jetzt findet. Und habe dann die Drohne entwickelt. Also ich bin nicht der Erste, der das herausgefunden hat. Aber du hast die Drohne von A bis Z selber gebaut? Ja, aus Komponenten, so verschiedene Komponenten, habe ich das ganze Welt zusammengekauft, habe die aufeinander abgestimmt. Und jetzt sehen wir so Bilder, die die Drohne macht. Das heisst, die hat eine Kamera. Was ist das für eine Kamera? Ja, das ist eine Wärmebildkamera, weil sonst würde man die gar nicht sehen mit einer normalen Farbkamera. Und jetzt sind so weisse Pünktchen zu entdecken. Und das heisst für dich? Ja, das ist meistens ein Tier oder ein Rehkitz. Also, ich fliege in 35 Meter Höhe mit etwa 4 Meter pro Sekunde. Das hat sich so ein bisschen bewährt, fliege ich über die Wiese. Und dann sehe ich etwa so eine 20 Meter, 24 Meter breite Spur. Und dann fliegt die Drohne autonom mit Hilfe von GPS, Barometer und Kompass, fliegt die schon über die Wiese. Und dann tut, tut das Wärmebild eigentlich live auf einen Monitor übertragen. Mhm. Und du stehst am Monitor, also die Drohne fliegt selber? Genau, also wir sind, ja, genau, die fliegt autonom. Da konnte ich zuerst die Wiese einkreisen. Das so einrichten, dass die Drohne das abfliegt, lückenlos. Und dann sind wir meistens mehrere Personen. Also ich muss ja die Drohne von Gesetzes wegen muss ich die immer im Blick haben. Mhm. Das sind nicht irgendwie ein Baum oder ja, das ist einfach, dass etwas passiert, dass ich eingreifen kann. Und dann schaue vielleicht 3 Personen auf den Monitor. Und wenn er so einen roten oder weißen Punkt, je nachdem, wie warm das Kitz ist, ob Gras drüber liegt, sieht man das dann relativ gut. Jetzt hat man den Punkt. Aber ja. Der ist irgendwo auf der Wiese. Wie genau. Findet man jetzt das Pünktchen? Ja, da gibt es 2 Arten. Also, entweder schwebt man drüber. Wir haben dann noch so einen nebsten Monitor, eine Brille. Die kann man anlegen, sieht schön drinnen. Das genau gleiche Bild, wie man auf dem Monitor sieht, und den Körper herlaufen. Und geht zum Rehkitz her. Das ist schon nicht so einfach, wie man denkt. Man muss dann schon mit der Hand so schauen, wo das ist. Aber ich mache es eigentlich anders. Ich mache es, also es ist für mich effizienter. Es braucht weniger Akkuladung, dass ich einfach anhalte, wenn ich eins sehe. Ich gehe runter, nehme die Koordinaten aufnehmen vom Kopter, wo die sind. Und meistens sind es ja eigentlich Zwillinge, also jetzt 2 oder manchmal sogar 3 Rekizieren wissen. Und dann nehme ich von jedem Koordinaten auf. Und dann gehen wir das näher. Die Zwillinge holen, wie wir es jetzt sehen. Aber du nimmst nicht einfach in die Hand, das säckelt hier nicht weg, sondern du nimmst einen Grasbüschel drumherum. Ja, genau. Das ist eben genau wegen dem Eigengeruch. Weil wenn wir Menschen mit unserem menschlichen Geruch das anlängen, überträgt sich das. Und das ist schon immer das Erste, was man macht, wenn man eigentlich ein Jungtier sieht, ja mal anlängen, es ist so herzig und so. Und das sieht man eben gar nicht. Das sieht man leider häufig. Und darüber, ja, hat das dann den Geruch von den Menschen und wird von der Mutter verstoßen oder eben gewittert von Fressfeinden und dann gefressen. Du drehst nachher das Reh raus und es kommt in eine Kiste. Warum? Ja, genau. Ich tue das am Wiesenrand, eben mit dem Gras, das der Geruch nicht annimmt. Tue das unter einer Harasse, möglichst an einem schattigen Platz unter dem Wald oder ein bisschen Gras drüber, wenn es keinen Wald hat. Und einen Stein drauf, dass das Rehkitz jetzt nicht raus kann, weil wenn man es einfach rausnehmen würde, an diesen Rand legen, sobald man weg ist, geht das schon. Also das ist nicht so, dass das einfach dort bleibt und dann kommt dort die Mutter. Darum tun wir das da drunter, Stein drauf, dass der Rehgeist das nicht kann umkippen kann. Mhm. Und der Meiterbauer eigentlich geht sofort danach und tut, wenn möglich, lässt er noch einen Streifen frei mit hohem Gras. Dass wieder kann dass sie wieder reinkommen. Weil häufig ist es auch schon so, dass sie dann in den Wald gehen. Aber es kann auch sein, dass sie dann in die Nachbarswiese gehen. Mhm. Und dort werden sie dann vermeidet. Und darum, wir lassen dann auf jeden Fall die frei, nachdem sie. Das war eine Arbeit, die du für die Schule geschrieben hast. Aber gleichzeitig warst du auch im Einsatz wie manches. Also Bambi hast du zum Gras ausgeholt? Ja, ich habe 20. Also Bambi, Tier allgemein so 20. Mhm.
jetzt Rehkitz waren weniger. Also wir haben ja einen Fuchs gefunden. Der bleibt hier eigentlich liegen, bis man da ist. Und dann sagt er schon, ein Feldhase, ein Junge, der hat genau den gleichen Drückinstinkt. Und die sind auch kleiner. Die sind schon schwieriger zu sehen. Sind schwieriger zu finden auf dem Wärmebild. Aber auch das sieht man, wenn man sich unsicher ist. Und die Sonne ist da, liegt langsam kommt, kann man doch etwas tiefer fliegen. Aber es geht halt länger. Jetzt kann man sagen, das ist ja sehr effizient. Wie lange hast du für ein grosses Feld abzusuchen mit dieser Drohne? Ja, es kommt immer darauf an. Also, Grösse ist eine Sache. Und meistens ist eine Wiese nicht viereckig, nicht schön flach. Und das ist, ja, da muss die Drohne rauffliegen, anfliegen und noch in den letzten Winkel eigentlich. Und das variiert sehr. Also, jetzt so für ein normales, für eine grosse Wiese brauche ich schon so 5 Minuten. Das ist ja nichts, oder? Im Vergleich jetzt, ja, man würde durchlaufen. Kann man die denn abstellen? Ja, kann man. Also ich biete das jetzt vor allem eigentlich für die Umgebung an, von Oberbaum, von Bern eigentlich. Und dann können wir die Bauern anrufen, die Jäger anrufen. Jäger sind eigentlich ja die, die für die Rettung zuständig sind. Neben den Bauern und Wildhüter sind so ein bisschen die drei, die hier zusammenspielen. Machen das auch noch andere? Das heisst, also, du bist jetzt einer, der das anbietet, aber es hat ja in der ganzen Schweiz so Wiesen, wo junge Rehe drinnen liegen. Ja, es gibt andere. Also, es ist wirklich immer mehr gekommen. Dann, als ich angefangen habe mit der Arbeit, hat es wirklich noch fast niemand gegeben. Das war erst im Kommen. Und eigentlich, ja, was man vielleicht noch sagen sollte, ich habe probiert, die Drohnen möglichst billig zu bauen. Also, ich habe mich dann informiert. Es gibt es schon. Und die Drohnen kosten 10'000, 20'000 Franken. Ja, das ist ein Haufen. Und ja, manche Kurs sagt sich, das lohnt sich doch für mich nicht. Oder ja, genau. Auch Jäger oder Wildhüter. Und wie viel kostet der deine? Ja, ich habe dann rund 3'000 Franken gebaut. Das war so mein Ziel vor der Arbeit, vor der Maturarbeit. Und das ist jetzt eigentlich schon die nächste Drohne. Das ist jetzt nicht die, die ich für die Arbeit gebraucht habe. Die hat jetzt um die 3'000, ein bisschen mehr. Aber, ich habe das schon probiert, billig zu machen. Eben, wie gesagt, es gibt auch schon andere, die es machen. Es ist immer mehr gekommen. Es gibt alle Jahre mehr Drohnenpiloten. Und das finde ich auch schön. Auch wenn man selber Leute inspirieren kann, das habe ich auch schon von anderen gehört. Oder das sehe ich durch mich. Zum Beispiel auf die Idee gekommen, so etwas zu machen. Ja, man muss einfach ausprobieren. Das ist wunderbar. Genau so junge Leute braucht es jetzt. Hast du Matur gemacht? Wie geht es weiter bei dir? Ja, ich bin jetzt in einem Zwischenjahr. Ich möchte eigentlich Medizin studieren. Oder Psychologie. Ich habe also viele Sachen, die bei mir anstehen oder die mich interessieren. Dafür ist jetzt viel, denke ich, möchte etwas Ingenieurmäßiges machen. So ein bisschen in die Richtung, aber das ist eher ein Hobby, sage ich jetzt mal. Die Saison fängt an, Mai, Juni. Und wie gesagt, dann bist du noch zu Hause und noch nicht im Studium. Ja, also jetzt dieses Jahr tun wir auf das fokussieren, bin im Moment auch auf dem Bauernhof ein bisschen am Helfen vom Vater. Und da sollte sich wirklich Zeit finden, das Jahr durchzuführen. Immer am Morgen früh aufstehen, um 4 Uhr, um 5 Uhr auf der Wiese stehen. Ja. Und den Reli finden. Ja. Nein, das finden wir wunderbar. Genau. Danke vielmals für das Engagement. Merci. Und gratuliere für den 6er in Maturarbeit. Ja. Alles Gute, Pascal. Danke. Gib dir das wieder mit. Tschüss, adieu. Schön, wenn junge Leute sich für solche Sachen engagieren. Ja, wie neugeboren ist unser Thema. Jetzt kommen wir zu Actionfilmen nach Hollywood. Je waghalsiger die Szenen sind, umso erfolgreicher der Film. Aber die hochzahlten Hollywood-Stars, die finden natürlich, sie lassen sich in solchen Situationen lieber vertreten und dürfen sich dann nicht die Finger dran verbrennen. Also Szenen. Und dann kommen Ersatzschauspielerinnen oder Schauspieler zum Einsatz, sogenannte Double. Und eine von den jetzt erfolgreichsten Stuntfrauen, die kommt notabene aus Basel und ist jemand, der in Los Angeles seit 17 Jahren erfolgreich Stunts macht und heute Abend mein Gast ist. Und darum herzlich willkommen, Petra Sprecher. Hallo! Wow! Wie elegant! Hallo! Hallo, Petra, nehmt Platz!
tollen Auftritt, wie ein Hollywood-Star. Okay. Jetzt kann man aber natürlich nicht als junge Frau sagen beim Berufsberater, ich möchte gerne Standfrau werden, wo kann ich in die Schule? Das war bei euch ein Umweg. Zirkus, ja. Immer etwas Spannendes. Ja, also meine Karriere hat im Jugendzirkus Basilisk angefangen, wo ich 6 glaub ich, war. Und zwar bin ich an der Grünen 80, das war die Gartenshow. Dort bin ich Vizedirektor. Nein! Ja! Und wir hatten Zelt und immer Aufführungen gemacht. Oh! Ja, aber dann habe ich noch etwas anders ausgesehen und dir wahrscheinlich auch. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, ich habe das blaue Zirkuszelt gesehen von weitem und ich habe gerade gewusst, wow, ich muss dorthin. Und ich habe natürlich meine Eltern am Mantel zu. Nein, ich habe ja noch nie Englisch geredet. Aber komm, wir gehen. Und ich habe die Show gesehen und ich war so begeistert von diesen Kindern. Oder am Trapez sind die gehangen, so in der Höhe. Und weil das eben Kinder waren und nicht zum Beispiel der Zirkus Knie, da denkt man ja, jo, das sind Erwachsene, das bist ja du nicht. Aber weil das sind eben Jugendliche waren, dann habe ich gewusst, wenn das die können, kann ich das auch. Und der war wirklich das Ziel, eine Zirkuskarriere zu machen. Es gibt eine berühmte Schule in Montreal, eine Zirkusschule, wo Tausende von Leuten gerne her möchten. Und dir hat es geschafft. Wie? Das stimmt. Also, als ich noch im Zirkus war, habe ich nie gedacht, dass ich das als professionelle Karriere machen wird. Aber das ist dann irgendwie. Ich bin dann noch in der Theaterschule in Zürich, an Comar. Hallo Albi. Und ich kann schnell ein Shoutout machen. Aber irgendwie in dieser Theaterschule habe ich dann gemerkt, es war nicht ganz 100% das Richtige für mich in diesem Moment von meinem Leben. Und ich kann mehr etwas Physikalisches machen. Und dann habe ich mich angemeldet für Montreal. Und das war noch eine lustige Geschichte, weil dazumal, das war schon so lange her, haben wir ja nicht jeden ein Telefon oder eine Kamera. Und ich habe mich einfach beworben ohne Video. Und man musste ein Video schicken. Und ich dachte, ja, vielleicht komme ich so gleich rein. Und dann haben die mir aber zurückgeschrieben, ja, wo ist dein Video? Wir warten. Und dann irgendwie, ich hatte so Angst gehabt. Ich finde ja keine Kamera. Stell dir mal vor, heute hat ja jeder Vierjährige eine Kamera. Und ich habe eine Kamera gefunden und ganz laute Kostüme angelegt. Also ganz Kostüme, die ich in der Theaterschule bastelt habe. Und so bin ich in die Schule gekommen. Also, ich bin nicht in Montreal reingekommen, weil ich einen Doppel-Rückwärtssalto machen konnte oder einen Triple. Ich bin nicht so super, ich war keine olympische Athletin. Aber ich habe das einfach richtig verpackt. Und das wollen sie in Montreal, dass man etwas artistisch denkt. Klima Cirque du Soleil hat euch entdeckt. Und dort seid ihr Seile umgehangen und durch das ganze Zirkuszelt gegondelt. Ja. 3 Jahre lang, also eine unglaubliche Geschichte. Das ist aber in dem Sinne kein Schocki-Job, oder, den man hat, also in so einem Engagement. Ja, körperlich macht es einfach alles weh. Aber es ist gleich noch heil im Vergleich zu Stuntwoman. Also, mein Job im Cirque du Soleil war also fast noch ein Leckerbissen im Vergleich zu what was to come after that. Was noch kommt. Ja. Aber jeden Tag Vorstellung. Es gibt nie eine Möglichkeit, zu sagen, oh, es tut mir leid, jetzt habe ich ein bisschen Kopfweh oder sonst. Nein, weil ich das Glück hatte, ich habe meine eigene Nummer gehabt und es hat keinen Ersatz für mich. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht auftreten wäre, dann hat es einfach ein Loch im Programm. Von dem her, ich habe jede Show geschafft. Ich habe jede Show geschafft und ich bin nur einmal runtergefallen vor dem Seil und das war bei der Generalprobe. Und da bin ich auch noch auf die Füße gefallen, weil das System hat nicht einmal funktioniert an diesem Tag. Aber ja, ich habe nur einen kleinen Enkel, also einen, nichts Schlimmes. Jetzt aber der Gump von der Zirkusartistin und in dem Sinne Prinzessin, wo man beklatscht wird und auch im Mittelpunkt steht, im Publikum, zu Stunts. Ja. Wie ist denn der Schritt passiert? Ich war auf Tournee mit dem Cirque du Soleil in Chicago und ich habe so eine Heftli angeschaut und dann habe ich dort gelesen African American Stunt Women und ich weiß noch, ich habe nur die Buchstaben anschauen und ich habe gedacht, wow, that's me, that's what I'm gonna do next. Ich habe gerade in dem Moment entschieden, nach dem Cirque du Soleil werde ich Stuntwoman. Ich habe mich nicht einmal recherchiert, was das überhaupt ist. Ich habe, genau, man hat ja immer
Es ist ja so, jeder hat ja einen Traum, ich will das werden, ich will das werden. Aber bis man auf einen Beruf schafft, hat man eigentlich null Ahnung, was auf einem zukommt. Ja, jetzt bist du ganz besonders, oder? Ja, zum Beispiel Autos. Der hat einfach gefunden, ich bin jetzt Stunt Woman, take me. Nein, ich habe dann natürlich für Schulen gesucht, weil in der Schweiz ist es denken so, ja, ich kann einfach nicht mehr eine Ausbildung machen, oder? Das kann man ja da und das gibt es nicht beim Stunt. Und die sagen, ich habe eine Stuntschule, meistens sollte man eben nicht dorthin gehen. Also ich weiss, es gibt in der Schweiz eine Stuntschule und ich kenne die Owner zum Beispiel, also das ist etwas anderes. Aber in L.A. es gibt keine Stuntschulen, man muss die Leute kennenlernen und von denen man sagt, under the wing, also unter den Flügeln genommen worden, von diesen Veterans. Unter die Fittiche sozusagen. Unter die Fittiche. Mögt ihr euch noch besinnen an euren ersten Auftrag? Oh ja. Ja. Ah, das war noch ein guter. Ja. Also, wir haben so ein Buch, ein Branchenbuch, das haben wir früher auch nicht gross gekannt, aber ich bin dann per Zufall im rechten Moment in das Buch gekommen. Und dann hat mir einfach ein super top Stunt Coordinator angerufen, eines Tages. Und dann hat er einfach gesagt, ja, das erste Mal nichts. Und dann denkst du schon, komisch. Dann so, ja, wie gross bist du? Und ich so, ja, 5'8". Wie schwer. Und dann, ich habe genau gewusst, also je weniger sie dir sagen am Telefon, desto grösser ist der Job. Aha. Ja, ja. Weil wenn sie dir alles erklären, dann weißt du genau, es ist irgendwie, es könnte Gefahr sein, dass du dann Nein sagst. Oder? Aber wenn sie wenig sagen, ist es gross und sie wollen nicht genau wissen. Ja, anyways. Aber eben hat er mir gesagt, oh, okay, dann hat er das Telefon abgehängt. Und dann, ja, ich bin dann einfach leben und so. Ich bin dann auf Las Vegas, meine Freunde besuchen. Und dann habe ich plötzlich ein Telefon bekommen. Okay, wir brauchen dich nächsten Morgen am 4 Uhr morgens. Ich war nicht einmal in L.A. Weil das ist ja so in Hollywood. Das ist wirklich anti-schweizerisches Denken. In der Schweiz ist ja alles geplant. Alles ist recht, der Zug kommt pünktlich. Man kommt genau am 3 ab 4 Uhr nehmen an. Das gibt alles nicht in L.A. Man muss immer bereit sein. Ich bin immer neben dem Telefon. Ich gehe aufs WC mit meinem Telefon. Ich gehe schlafen. Weil die wollen, dass du bei den meisten Leuten gerade abnimmst. Oder? Weil sonst rufen sie den anderen über andere Mann. Also immer bereit sein. Und es wird dir nie gesagt, ja, der Job fährt am 5. Mai. Es wird dir nicht gesagt. Die wissen es nicht, weil in der Produktion ändert sich alles last minute. Es ist wirklich ein crazy life. Also, und dann heisst es morgen um 4 Uhr. Und dann weiss man aber, was man machen muss. Oder steht man einfach ratlos irgendwo auf dem Set? Ja, beides ist mir passiert. Oft weiss man ungefähr, welche Fähigkeit. Also, ob ich jetzt hier die Stege runterfalle, oder ob ich vom Auto angefahren werde, oder ob ich eine Kampfszene mache. So. So, aber das kann sich auch ändern. Das kann sich auch ändern. Und dann muss man einfach irgendwo improvisieren. Wir haben so einen Zusammenschnitt von Szenen, dass man ein bisschen sieht, wie ihr in Aktion seid. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, wenn man jetzt hier einen Haufen Bewegungen sieht. Das bin alles ich. Ist gut. Das ist mein Ellbogen. Das sind meine Beine. Und das heisst, man muss aus dem Moment raus können, wirklich jetzt das umsetzen, was der Regisseur im Kopf hat. Es geht so, dass der Regisseur, also das ist natürlich, du siehst schon das Gesicht von der Schauspielerin, das ist ja so, aber der Körper ist alles mein Körper. Das wird dann das Gesicht in den letzten Sekunden noch. Weißt, der Schauspieler kommt und fällt so den Kampf an, aber ich filme das Ganze, weißt, mit der Perücke. Ich habe immer eine Perücke an. Also ich habe ja blonde, lange Haare, rote, gelbe, grüne. Ja, nein, weniger grüne. Also ja. Ja, ich am Anfang, weißt, bin ich vom Zirkus, hatte ich ja blaue Zöpfe gehabt. Und dann in L.A. so, no. Weißt, haben sie mir gesagt, könntest du bitte deine Haare strecken und so, und ich dann meine Haare gestreckt habe, haben dann alle kurze Haare gehabt, wenn ich kurze Haare habe, alle Schauspieler lange. Und jetzt mache ich einfach, was ich will. Jetzt, und einfach Perücke drauf und zack. Ja. Und wenn sie kein Geld haben für Perücke, dann ist sowieso sollte ich der nicht dort arbeiten. Ja. Jetzt, es gibt ganz besonders gefährliche Einsätze. Mhm. Auch da haben wir so ein Video, nämlich einen Autounfall simulieren. Mit was für. Hier sieht man euch.
Das ist alles wirklich so passiert. Das sind keine Tricks dahinter. Nein, nein. Und das ist auch ein richtiges Auto. Mit einer, also ich meine, eine richtige Scheibe. Eine richtige Glasscheibe. Das ist nicht ein Zuckerglas, wie man ja manchmal benutzt. Mit was für Gefühl geht man in so einen Stand rein? Also ich hatte wirklich Angst gehabt. Also, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das war mein einziger Job. Als ich im Hotel war, habe ich schon alles vorgepackt. Falls ich im Spital bin und kann nicht einmal mehr selber den Koffer packen will. Man sagt auf Englisch Car Hits, also Autounfälle. Ja, die sind auch so unberechenbar. Weil du kannst du trainieren, so viel du willst. Das hat so viele andere Faktoren, ob das jetzt gut geht oder nicht. Das ist außer meiner Kontrolle. Ich kann schon mehr selber kontrollieren, aber mit dem Auto, mit der Geschwindigkeit. Und vor allem für diesen Job jetzt hier, haben sie nämlich vor einem Monat einen anderen angestellt, der sich verletzt hat. Also das weiß man besser nicht vorher. Ja, ich habe es eben herausgefunden. Ich habe meine Recherchen gemacht. Aber also, ich muss jetzt ehrlich sagen, als der Job gekommen ist, hatte ich fast kein Geld mehr gehabt. Und ich hatte keine Wahl gehabt. Ich musste diesen Job nehmen. Weil das ist ein bisschen das Leben in L.A. Manchmal macht man viel Geld, aber das ist nicht immer viel Geld. Man weiß ja nicht, wann der nächste Job kommt. Mhm. Oder? Du kannst jede Woche hier arbeiten, als Stuntling. Ja, genau. Das ist deine Joke. Nein, aber das ist der grösste Unterschied zwischen Cirque du Soleil und Stuntwoman. Weil im Cirque du Soleil, ja, 10 Shows pro Woche sind viel, aber wenigstens hast du deinen Job jeden Tag und ein reguläres Leben. Einkommen, das habe ich nicht mehr. Ich stand meistens auf, ohne Job. Ohne Job! Und ich habe gleich noch mein Haus, mein häusliches Mietze, ich habe noch nicht mal ein Haus gekauft. Also das heisst, es gibt dann Leute, die mehr Geld haben, es gibt dann Leute, die weniger Geld haben. Aber in Hollywood, das ist so, ich rate es niemandem an. Ja, ich habe es kapiert. Diese 45, kann man das machen bis zur Pensionierung? Jetzt hast du dein Alter gesagt. Ja. Und das stimmt nicht einmal. Ich bin 44. Ah, Entschuldigung. Pardon. Ja, aber was ist Frau gewesen? Kann man das machen bis zur Pensionierung? Ah, Pensionierung. Also ich habe ein älterer Stuntkollege, der ist über 80. Der tut die älteren Schauspieler dubeln, dann fallen sie aus dem Fenster noch. Der macht alles. Also, je älter man wird, desto mehr macht der Körper weh. Und desto weniger will man sich. Also, ich bin so viel in die Wand geschossen worden. Also, das habe ich mir nie gedacht. Vor Stand. Ich habe gedacht, Superhero, weißt du, umfliegen. So, mehr so artistische Sachen. Aber no. Also, du wirst wirklich hart umeinander geschossen. Und auf die Zeit wird es weniger gesund. Und okay, um jetzt die Frage zu beantworten. Es kommt auf jeden drauf ab. Aber ich kenne viele noch, die mit über 50, über 60 noch arbeiten, aber du hast weniger Job. Viel weniger Job. Und darum würde ich gerne neu geboren werden als Schauspielerin. Damit ich meine eigenen Stuntleute habe. Nein. Aber ich wäre sehr interessiert. Weißt du, Stuntwomen, das sind nicht nur ich für eine Schauspielerin duble. Manchmal kriegen wir unsere eigenen Rollen. Einfach mit wenig Text oder so. Ich habe jetzt langsam ein bisschen mehr trainiert, dass ich besser werde mit dem Text und so. Aber es ist ein ganz anderes System. Du musst natürlich dann ans normale Casting gehen. Der Stunt-Coordinator kann dich nicht anstellen. Es ist ganz ein anderes System. Also ich sehe, es ist kein einfaches Leben. Nein. Und was mir du musst jeden Tag. Und zahlen, es kostet, zum Arbeiten. Einen Tag lang Stunt-Driving lernen ist 1000 Franken. Dollar. $1000 für nur einen Tag. Und nach einem Tag hast du ja nichts gelernt. Ja. Oder? Und dann gibt es schon andere, die sagen: Ja, komm, ich zeig dir das. Und dann was anderes noch? Was anderes wollen sie dir noch zeigen? No, thank you. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, okay. Ja, und darum ich zahle lieber für alles. Mhm. Ja, dann schulde ich nicht. Wir wünschen trotzdem viel Glück. Merci. Und nicht 10 so Autounfälle, denn irgendwann mal geht es schief. Ja, nein, ich glaube, das war mein letzter. Ja, eben. Ja, der Regisseur hat es mir auch gesagt, gell, das war die letzte. Und ich, ja, okay. Ja.
und viel Glück als Schauspielerin, die deinen eigenen Stunts macht. Genau. Liebe Petra. Ja. Danke. Merci. Alles Gute. Merci vielmals. Merci Danke vielmals. Ja. Mach's gut. Hui. Lieber sie als ich. Wer kein Job für mich. Ich habe ja schon den Gack in der Hose, wenn ich irgendwo an einem Abgrund stehe. Neugeboren oder sich fühlen wie neugeboren. Das Thema von unserer Sendung und das passt perfekt auf meinen letzten Gast. Vor 47 Jahren ist er als Mädchen auf die Welt gekommen. Er hat eigentlich nie Freude gehabt, am Röckli tragen. Mit 20 war es klar, als Frau wird er nicht glücklich. Und jetzt lebt er seit 27 Jahren als Mann und das hauptsächlich auch in Eintracht mit seinem Körper. Herzlich willkommen, Liam Lenk. Liam. Guten Tag, guten Abend. Merci, Platz. Merci. Liam Lenk, wenn ihr euch so zurückerinnert an die Zeit von eurer Jugend, was geht einem da so durch den Kopf? Mehr oder weniger hauptsächlich Erleichterung, dass ich das überstanden habe. Mhm. ja, also am Anfang, ich erinnere mich gern zurück als Kind. Ich habe als Kind instinktiv gewusst, wer ich bin. Und wenn wir dann irgendwo in der Ferien waren, ich habe damals, also meine Eltern haben mich Stefanie getauft. Und wenn wir irgendwo weggegangen sind, habe ich mich immer als Stefan vorgestellt. Also schon als kleines Mädchen? Ja, 3-4-jährig. Ich habe irgendwie gewusst, nur als Kind weiß man anders als Erwachsener. Es ist nicht so ein bewusstes Wissen, sondern mehr ein instinktives Wissen. Mhm. Und damals, ich habe das automatisch gemacht, ich habe selber nicht gewusst, warum. Und meine Eltern haben gedacht, ja, da wächst sie draus raus. ich bin einfach nie draus rausgewachsen. Aber das sind sehr schöne Erinnerungen. Und dann kommen eher schwierige Erinnerungen, wo es dann in die Pubertät kam und wo dann langsam der Druck kam von der Gesellschaft. Und wo mir gesagt wurde, du bist ein Mädchen, du musst das machen, du musst jenes machen. Und ich nie so richtig gewusst habe. Also ich habe mich einfach nie zuhause gefühlt in meiner eigenen Haut. Ohne richtig zu wissen, warum. Mhm. Was hat der Ausschlag gegeben, wo es für euch klar wurde, das ist nicht der Körper, den ich mich drin wohlfühle, sondern ich muss irgendetwas ändern? Es hat sehr lange gedauert. Ich habe wirklich jahrelang einfach erst mal mehr, also wirklich verzweifelt gewesen. Und es hat immer alles hat sich verkehrt angefühlt. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und dann ist es sehr lang gegangen, bis. Weil ich muss dazu sagen, vielleicht, das ist natürlich um die 1993 herum. Internet war dort gerade im Anfangsstadium. Und ich war auch nie jemand, der viele Talkshows angeschaut hat früher. Von dem her, ich habe eigentlich nie. Um sich selber zu verstehen, braucht man auch ein bisschen Spiegel, wo einen reflektiert, damit man versteht, ah, im Vergleich mit dieser Person bin ich auch so oder nicht so. Mhm. Und das hatte ich nicht gehabt. Und dann habe ich. Mit, wann bin ich gewesen, so 21, 22, habe ich im Sommer im Kino gearbeitet, hier in Zürich, und es war sehr langweilig. Und da habe ich viele Bücher gelesen. Und eines von diesen Büchern war zufällig ein Buch mit Kurzgeschichten über Transgender-Menschen. Mhm. Und das war wirklich wie ein Erwachen. Mhm. Es war wirklich wie wenn Luther tausende kleine Mosaiksteine jahrelang in der Luft geschwebt sind. Und das ist klar geworden, das bin ich. Ja, es ist alles zusammengekommen. Pubertät habt ihr erwähnt. Also, wenn man jetzt mit seiner Identität nicht ganz im Reinen ist, plötzlich hat man als Mädchen Menstruation, ein Wachsen brüst. Mhm. Wie habt ihr das denn empfunden? Es war recht furchtbar eigentlich. Also, ich habe wirklich einfach ständig an mir runtergeschaut und gefunden, um Gottes Willen, was passiert da? Also ich habe wirklich nie gewusst, was ich damit anfangen soll. Mhm. Und zu allem Überfluss hatte ich auch noch riesengroße Brüste und wirklich nicht gewusst, was machen. Der gesagt, mit 21 ist klar geworden, dass der Körper nicht stimmt mit den Gefühlen, die ihr habt. Was war der nächste Schritt? Also, ja, zuerst kommt natürlich viel Angst. Ich habe dann, damals war es auch schwierig, sich zu informieren, weil es natürlich noch keine Website und ich weiß nicht, was es gegeben hat, wo man dann sich melden.
Ich bin dann zum Unispital in Zürich gegangen damals und habe gefragt, was mache ich. Dann haben sie mir Adressen gegeben von Hilfsgruppen. Die haben mir dann so Heftchen und Booklets gegeben, die sie selber gemacht haben. Und dann habe ich mich wirklich entschlossen, weil ich hatte zwar panische Angst gehabt, ich habe damals gedacht, ich werde all meine Freunde verlieren und niemand wird es verstehen. Aber ich habe einfach gewusst, okay, jetzt habe ich wirklich über 20 Jahre schon so gekämpft und irgendwie nie Glück gefunden und immer so nah am Selbstmord auch ein bisschen gewesen. Und dann habe ich gefunden, nein, also ich muss jetzt das einfach riskieren, muss die Hormone, muss die Operationen machen und eine Garantie hat man nicht, dass es nachher, dass man glücklicher ist. Aber ich habe gedacht, wenn ich es nicht mache, würde ich es nie wissen. Hormon ist der erste Schritt, den man macht. Langsam wachsen Bart hat, die Stimme wird tiefer. Wie reagieren denn in so einem Moment die Arbeitskollegen, die Umgebung, die Familie? Ja, also es ist schon seltsam. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich sei verkältet. Aber nach 3-4 Monaten glaubt einem das natürlich auch keiner mehr. Und ich wollte dann auch, dass die Leute mich so ansprechen, wie ich mich fühle. Ich habe dann auch den Namen Liam für mich selber ausgesucht, einfach weil ich gefunden habe, dass es passt. Abgeleitet von William. Von William. Ja. Und es ist eben, der Name bedeutet ja, es ist ein Beschützer und jemand mit einem starken Willen, mit einem Helm. Und ich fand, es passt. Ich brauche einen starken Willen und auch einen Helm. Und mit Hormonen allein ist es nicht gemacht. Bart und Brüste gehen vielleicht schlecht zusammen. Man muss einfach Operationen machen. Was ist da alles dazu? Also es gibt mehr, also natürlich einige Sachen. Also eben mal Brüste wegoperieren wäre das eine, dann das Eierstück. Und dann gibt es noch die dritte Operation, dass einem ein Penis nachgebildet wird. Das habe ich aber nie gemacht, weil ich einfach damals, zum damaligen Zeitpunkt, so viele Geschichten gehört habe, dass das sehr schlecht gemacht wird mit Dutzenden von Folgeoperationen. Und mir ist dann damals auch vom Psychiater gesagt worden, er kann daran erkennen, dass mit mir wirklich alles in Ordnung ist, weil ich eben so vernünftig bin zu finden, das braucht es eigentlich nicht. Es lässt sich auch Sexualität leben, ohne das entsprechende Gerät von einem Mann. Ja. Also es geht schon. Es geht schon. Brüste wegoperieren und so weiter, das hinterlässt Narben. Da ist man in der Öffentlichkeit, die haben auch als Tauchlehrer gearbeitet, oder? Hat man da auch Reaktionen zur Folge, dass die Leute genau fragen, was ist denn mit dir passiert? Ja, also das ist sicher. Ich meine, ich habe natürlich nur das gehabt, ich habe als Tauchlehrer in einem streng muslimischen Land gearbeitet, in den Malediven. Man entwickelt eigentlich als Transgender-Mensch eine recht große Menschenkenntnis. Und ich bin jemand, ich habe jetzt in 11 verschiedenen Ländern gelebt und habe 8 verschiedene Berufe gehabt. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und habe auch sehr viel erleben, wo ich dann endlich frei gsi bin und der richtige Körper, also der Körper zur Seele gestummt hat. Und ich tue dann immer abwägen, ein bisschen. Also wenn ich, je nachdem, wo ich bin, bin ich eher vorsichtig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo in einer dunklen Gasse bin mit, was weiß ich, sagen wir mal, eine Gruppe Polizisten, wo ich das Gefühl habe, wenn die jetzt irgendwie herausfinden, wer ich bin, sind sie vielleicht nicht so happy. Dann bin ich eher sehr vorsichtig. Oder sonst oute ich mich auch. Also angesprochen wird man auf jeden Fall. Und es ist auch eben zu Ihrer Frage voran, wo die Stimme sich verändert hat. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man den Leuten mit Offenheit entgegengeht und also ich verlange zum Beispiel auch von den Leuten nicht unbedingt, dass sie alles verstehen müssen. Ich verstehe auch nicht alles. Und ich sage einfach am liebsten, wenn ich mich oute, schau, so ist es, der bin ich. Wenn jetzt davor rennen darfst du gerne. Und wenn nicht, wenn du Fragen hast, dann frag mich bitte. Und das ist meistens, funktioniert das gut und die Leute reagieren sehr gut. Und auch wenn sie eines Weile kennen, dann ist man einfach der Mensch. Ich bin dann einfach der Liam, es spielt keine Rolle. Ihr seid geheiratet? Ja. Mit einer Frau? Ja. Glücklich. Ja. Hat das dort am Anfang Schwierigkeiten gegeben, dass man sich klar kommt, überhaupt, wie Sexualität untereinander passieren kann? Ich denke, es ist ehrlich gesagt nicht viel anders als mit jedem anderen Paar. Ich meine, man muss sich finden, man muss miteinander reden, man muss schauen, was dem einen gefällt und dem anderen nicht. Bei mir kommt halt nur das kleine Element dazu, dass ein Teil fehlt. Aber ich denke, es ist wirklich wie in jeder Beziehung, man muss einfach miteinander reden. Und halt fragen, was sind deine Bedürfnisse, erfülle ich deine Bedürfnisse, was kann ich besser machen?
Und dann, also ja, von dem her ist es nicht so anders eigentlich. Du hast es ein bisschen angetönt, viele Transgender-Menschen werden dort doch nicht ganz glücklich. Mhm. Wie würdet ihr jetzt eure Lebenssituation definieren? Also für mich, also, wie es jetzt mir geht, meinen Sie? Also ich bin wirklich glücklich. Ich meine natürlich auch nicht, niemand ist immer glücklich. Ich habe schlechte Tage, gute Tage, aber alles in allem, wirklich seit ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Weg zu gehen und das Risiko auf mich zu nehmen und meinem Herzen zu folgen, geht es mir einfach gut, weil ich bin ich selber. Ich werde auch als der wahrgenommen, wo ich bin. Und halt auch ganz abgesehen jetzt von der Geschlechtsfrage, ich schaue eigentlich schon, dass ich meinen Träumen folge, dass ich so viel wie möglich, ja, wie Frau Leubli gesagt hat, ich lasse die Sachen auf mich zukommen und wenn tolle Gelegenheiten kommen, dann nehme ich sie beim Schopf und probiere einfach das Beste aus dem Leben zu machen, in jeder Minute, in jedem Tag. Genau, die Ausstrahlung hat Klenk. Danke vielmals fürs Kommen. Danke auch ganz herzlich für die Offenheit. Und ich glaube, viele Vorurteile können wir damit auch beseitigen. Vielen herzlichen Dank. Lieber noch ein bisschen. Danke. Ja, das ist ja schon wieder von unserer Seite. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen inspirieren. Ja, und in diesem Sinne steht jetzt noch die Spätausgabe der Tagesschau parat. Mit den neuesten Nachrichten aus der Welt, die aus der Seele, die haben wir jetzt geliefert. Und ich freue mich auf nächsten Sonntag. Dann geht es humorvoll zu und her. Und ich zähle mit euch, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann. Gute Woche. Ciao zusammen.